kann mich auch ganz toll selbst blamieren, indem ich mich zum Beispiel vor ein Publikum stelle und stumm bleibe wie ein Fisch. Ja, Sie haben die Situation sehr gut gelöst. Ja, aber nur, weil Sie mir geholfen haben. Jederzeit wieder. Ich hab dich so vermisst. Hier, das Hotel gehört dir. Du kannst es sofort verkaufen. Es ist mir nicht mehr wichtig. Weil deine Ex-Frau dir wichtig ist. Weil du mir wichtiger bist als dieses Hotel. Weil nichts mehr zwischen uns stehen soll. Weil ich dich aus Liebe heiraten will. Ohne etwas dafür zu bekommen. Jede Entscheidung, wenn du mich nur heiratest. Wunderbar, herrlich. Eine erstklassige Schmierenkomödie. Das Laientheater hat bei uns in der Schweiz Tradition. Dort findet man sicher eine Anschlussverwendung für Sie, wenn Sie hier jetzt abdanken. Also, auf diese Lügen werden Sie ja wohl kaum mehr hereinfallen, oder? Doris, mach mit dem Fürsten noch was du willst, aber meine Liebe ist wahr. Ja, und ich habe noch nie Berge gesehen. Vertraue deinem Gefühl. Genau. Und darum unterschreiben Sie jetzt bitte. Mi gehorsam, mi vida. Ich würde doch jetzt gern ganz kurz unter vier Augen. Ich warte vor der Tür, wenn Sie... Sie warten im Restaurant. Doris. Werner. Ich kann die Gespräche mit deinem Bruder und deiner Ex-Frau nicht einfach vergessen. Du bist meine ehrliche Antwort schuldig. Was läuft da mit Charlotte? Der Film wird ein Erfolg. Mein Song stürmt die Charts in Europa und weltweit. Und, logische Folge, Hollywood ruft an. Das klingt ja sehr zwingend. Oh. Im Gegensatz zu euch Provinznasen habe ich wenigstens noch Visionen. Der Titelsong wird mir Türen und Welten eröffnen. Dann wirst du mich also bald für Danny DeVito, für Brad Pitt verlassen? Weder für die noch für George Clooney. Okay, ich gehe dann mal. Oh, du, sei doch so lieb und frisch ein bisschen meine Homepage auf, ja? Ach, ich wollte an meinem Schmuckreiter arbeiten. Wegen meines Geburtstags. Ich rechne mit einem Ansturm meiner Fans. Und die mit ein paar News und aktuellen Fotos. Der ist ja schon in 3 Tagen, oder? Oh, schenk mir ja nicht zu viel. Deine Fans interessiert bestimmt ein richtiges Alter. Wie, habe ich auch ein falsches? Im Internet zumindest sind verschiedene. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Okay, okay, ich bin 9. 20. Kein Tag älter. Tschüss dann. Du, denk an meine Homepage, ja? Mein Gott, Doris, du kennst doch André. Der würde doch alles tun, um uns auseinanderzubringen. Glaubst du seinem Geschwätz mehr als mir? Warum hat deine Ex-Frau dann so rumgeeiert? Mein Gott, Doris, da war nichts. Wirklich. Aber sie hat mir etwas verschwiegen. Und ich will jetzt wissen, was. Tja. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Wahrheit zu sagen. Bitte.
Ich hätte diese Peinlichkeit gern verschwiegen mit Rücksicht auf Charlotte. Ja, sie hat mir vor kurzem unter Tränen gestanden. Sie habe sich neu in mich verliebt. Wer weiß, vielleicht wegen der Probleme mit ihrem Melzer. Das kam auch für mich völlig überraschend. Wie hast du reagiert? Mitfühlen. Das war wahrscheinlich der Fehler. Da hat sie erst recht um mich geworben. Geworben? Ja, sie wollte mit mir auf und davon wandern, das ganz neu anfangen. Das ist doch verrückt. Ja, ich war wohl etwas schroff zu ihr, aber ich habe ihr gestern schonungslos und endgültig klar gemacht, für mich gibt es nur eine Frau, eine Liebe. Dich. Hey, wen suchst du denn? Dich, ich wollte mal fragen, was du heute Abend machst. Wir machen nämlich eine kleine Einweihungsfeier. Bei Martin in der Wohnung? Genau, mein Wiedereinzug. Und mit dem Fahrer alleine ist es ein bisschen langweilig, deswegen. Außer dir und Martin kommt keiner? Doch, klar, wir haben volle Bude. Also Mandy, Michael, Sabrina und Hira. Vielleicht. Also, ja. Also vielleicht. Also ja, ich freue mich. Bis später. Also Xaver, ich weiß wirklich jetzt einfach komm, noch... Ich freue mich sehr und Martin wird sich auch freuen. Ich verbringe gerne Zeit mit dir. Viel zu gerne. Und warum willst du mir dann aus dem Weg gehen? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Gehe ich. Moment. Du bist mir nicht böse? Kira und wir bleiben Freunde. Geh hin. Bei Frauen, die ist immer so ein bisschen so ein vermietes Gelände. Insbesondere bei Natascha. Aber nein. Ich muss ihr Alter wissen. Wieso macht ihr da so ein Staatsgeheimnis draus? Bitte sag mir doch einfach, wie alt sie wird. Du, keine Chance. Bitte. Bitte, 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 bitte. 39. Wie immer. Ach komm. Zum dritten Mal. 41? Mhm. Naja. So ein Unterschied ist es ja nicht. Naja, eine 3 oder eine 4, das ist schon ein großer, also als Anfangsziffer, das macht schon einen Unterschied. Oh Mann, jetzt habe ich verraten. Jetzt muss ich untertauchen. Ist man da als Mitwisser auch gefährdet? Sie liquidiert jeden, der die geheime Zahl kennt. Ja, dann sollten wir wohl besser beide nach Argentinien flüchten. Mit neuer Identität oder Gauchos leben. Und um die Wette reiten. Ja, einfach so glücklich und zufrieden. Ach, Marlene, du bist so herrlich. Unkompliziert und normal.
Wieso kann Natascha nicht so sein? Ja, vermutlich bin ich deshalb so verrückt nach ihr, weil sie so exzentrisch ist und so hemmungslos narzisstisch. Aber ist ja auch egal. Du, deswegen ich dich eigentlich sprechen wollte. Wenn Natascha hat ja jetzt Geburtstag und feiert ihren 39. zum dritten Mal. Und da muss ich ihr was schenken. Mhm. Meinst du, du könntest ihr vielleicht eine Halskette entwerfen? Also so ein einzigartiges Stück, was so ist wie sie. So leidenschaftlich und voller Lebenslust. Meinst du, das geht? Klar, ja. Und wenn du das jetzt, also sofort, also heute damit anfängst und ich dir bei Natascha den Rücken frei halte, meinst du, du kriegst es hin bis zu ihrem Geburtstag? Danke, du bist wunderbar. Vielen, 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 vielen Dank. Bis dann. Ciao. Hast du mich gesucht? Mhm. Wenn es wegen des Kusses ist, ich weiß selber nicht, was... Ich bin hier wegen der Blumen. Blumen? Ja, für die Kapelle. Ich dachte, du willst reden. Für den Dankgottesdienst. Könntest du bitte etwas zusammenstellen für mich? Was ist denn mit dir los? Wollte nur verkünden, heute Abend ist Party-Time bei uns zu Hause. Xaver, du hast heute Morgen von eins, höchstens zwei Bier gesprochen, die wir zusammen trinken. Gut, dann werden es halt ein paar mehr Leutchen noch. Und Kira kommt auch. Ach, deswegen die ganze Aktion. Alles nur ein Vorwand, um sie wieder zu treffen. Ja, gut, ich weiß, sie steht auf dieses Phantom vom See, aber... Mein Gott, sie ist allein und besonders glücklich verliebt sieht sie jetzt auch nicht aus. Aber eigentlich sollte sie lachen. Sie ist nämlich wunderschön, wenn sie lacht. Ich habe das Gefühl, die ganze Welt strahlt damit. Hat sie denn zugesagt? Ja, fast. Also noch nicht ganz, aber ich bin mir sicher. Und wer weiß, vielleicht. Love is in the air, everywhere I look around. Du, Xaver, ich komme heute Abend wahrscheinlich etwas später nach Hause. Ein paar Leute aus dem Dorf brauchen ihren Seelsorger. Ja gut, dann bring die halt mit, aber lass mich bloß nicht hängen. Also wenn sie wittert, dass ich... Ich werde dich beeilen. Gratuliere. Ein Auftrag für eine Kette. Ausgerechnet von Konstantin. Ein Geschenk, um Mama seine Liebe zu zeigen. Aber er kam ja auch nicht auf die Idee, dass das Armband vom Flohmarkt auch von mir sein könnte. Gedankenloser, argentinischer Macho. Für ihn bin ich nur ein netter Kumpel. Normal und langweilig. Mama dagegen, wild und aufregend. Ach, ich hätte den Auftrag ablehnen müssen. Aber wie? Sorry, aber ich bin in dich verliebt. Du, möglicherweise hat das Alfeld doch noch einen Fuß in die Tür bekommen und verhindert den Kauf in letzter Sekunde. Aber ich habe noch ein, zwei Ideen in petto. Ja, bis nachher. Ciao. Das Geschäft hat sich also zerschlagen. Vorläufig. Aber ich habe den Vertrag immerhin behalten, wenn auch nicht unterschrieben. Kein Interesse mehr an einem guten Deal. Danke. Ja, nun. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Seien Sie mir bitte nicht böse. Nein, 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 nein. Ich hatte eine sehr, sehr angenehme Zeit mit Ihnen. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Ich hätte sogar Verständnis für Nance Alfeld, wenn er tatsächlich um Sie kämpfen würde. Ich gebe ihm noch eine Chance. Dieser Mann ist wirklich zu beneiden. Welche Opfer Sie für ihn bringen, aber leider umsonst. Sie werden nie sicher sein können, dass er es ernst mit Ihnen meint. Er hätte den Schenkungsvertrag nicht zerreißen müssen. Seine leere Geste. Ich bin nur ein kleiner Schweizer Geschäftsmann, etwas langsam, aber neutral. Und deswegen habe ich eine klare Sicht auf die Dinge. Geht es um das Hotel, geht Herr Saalfeld stets berechnet und eiskalt vor. Das habe ich über die Jahre oft genug erlebt. Meine Entscheidung steht. Bitte, respektieren Sie das. Sie wollen also nicht herausfinden, ob Herr Saalfeld Sie liebt oder nur das Hotel. Ein Vorschlag. Ich führe ein erst unverfängliches Gespräch mit ihm, das dann vielleicht doch verfänglich wird. Und zeichne das Ganze heimlich auf. Nein, da würde ich mir gegenüber Werner schäbig vorkommen. Ich hätte noch eine andere Idee. Barkeeper, was Feuriges. Heute Abend wird gerockt. Ich habe 6 neue Nummern für mein Programm. Madame steht ja richtig unter Strom. Absolut. Ich werde heute Abend dieses Kurcafé erstmal richtig aufmischen. Wir sind eine Piano-Bar, weder ein Rockclub noch ein Kurcafé. Naja, so manchmal vom Gefühl her schon ein bisschen. Ach, Süße, du musst doch jetzt nicht schmollen. Du wirst sehen, den Leuten wird es gefallen, wenn ich ein bisschen Schwung in die Bude hier bringe. Mein Gott, das einzige Problem ist natürlich Marlene. Ja, wir müssen ja ganz dringend heute Abend die Songs noch mal durchgehen. Oh. Marlene hat zu tun. Was? Ja, du, die sollte doch deine Webseite auffrischen. Ja, aber die kann doch mal eben kurz unterbrechen. Dein Programm ist doch umfangreich genug. Sag mal, hast du da wirklich so große Probleme mit, wenn ich mal was Flotteres bringen möchte? Nein, absolut nicht. Aber ich meine, das ist doch anstrengend, wenn du so kurzfristig das ganze Programm umschmeißt. Vor allen Dingen für Marlene. Entwickelst du gerade Beschützerinstinkte für sie? Nein, aber ihr solltet euch nicht zu viel zumuten. Süße, Marlene ist jung und... Ach, das geht um mich? Nein, nein. Du denkst, die alte Schachtel, die schafft das mal eben nicht so schnell, die Programme umzuschmeißen. Nein, natürlich nicht. Du, ich muss dir mal was sagen, ja? Ich bin genauso fit wie du. Vielleicht sogar noch fitter. Ja, das weiß ich doch. Vor allen Dingen weiß ich, dass du keine alte Schachtel bist. Ich meine, du bist 41 Jahre alt. Das ist doch kein... Woher weißt du das? Marlene, woher sonst? Ja, aber das ist doch jetzt kein Weltuntergang. So groß ist der Unterschied ja jetzt auch nicht. Ich meine, ich bin 8 Jahre jünger als... Ich verrate es auch niemandem, okay? Hey, du Schönste aller Schönen. Du schlägst doch die jungen Mädels locker, jederzeit. Hm? Langsam machen Sie mir Angst. Zeichnen können Sie auch noch. Sie sind ja ein Universal-Naturtalent. Jetzt machen Sie mir bloß nicht so viele Komplimente. Sonst bilde ich mir noch was drauf ein. Dann mache ich mir bei Ihnen keine Sorgen. Darf ich mal sehen? Ja. Oh, toll. Ich versuche vergeblich eine Kette zu entwerfen. Dabei gehe ich alle verschiedenen Varianten durch. Mache ich eine Ankerkette oder... Deine Panzerkette, aus welchem Material mache ich sie? Aus Gold oder aus Sterlingsilber? Also mit Anhänger oder ohne? Das, mir fehlt einfach die Inspiration. Aber ich finde es wunderschön. Ja, aber wunderschön, das reicht nicht. Die Kette, die ist ja für meine Mutter. Oh.
Dann sollte sie sehr extravagant sein. Ja, genau. Wie meine Mutter. Also die Manschettenknöpfe, die Sie mir geschenkt haben, die sind sogar meinen Patienten aufgefallen. Ja, wirklich? Ja, Sie sind eine ganz tolle Künstlerin. Ach. Endlich, Sie lächeln wieder. Hätten Sie Lust, mit mir heute Abend auf eine Party zu gehen? Xaver Steinle, der macht eine Wohnungseinbarung und... Das ist sehr freundlich, aber... Also das wird sicher total lustig da. Ja, ich habe leider eh schon wenig Zeit, um die Kette fertig zu bekommen. Ich glaube, das schaffe ich ja, nicht. Ja, klar, das verstehe ich. Ist kein Problem. Aber das nächste Mal. Ja, klar. Ich erkundige mich sofort, wann die nächste Party steigt. Servus, Charlotte. Ich hab schon Feierabend und ich warte noch auf die Hildegard. Hier? Nein, ich bin schon wegen dir gekommen. Der Julius hat mir erzählt, dass ihr euch wieder versöhnt habt und ich wollte nur sagen, wie mich das freut. Freut's dich nicht? Doch. Doch. Ich bin nur nicht dazu gekommen, Julius die Wahrheit über meine Gefühle für Werner zu erzählen. Und? Was ist das noch vor? Es würde unseren neuen Frieden doch gleich wieder gefährden. Ach, Alfons, wenn ich nur wüsste, was ich tun soll. Ja, weißt du, Lotte, der Julius ist kein Dummkopf. Ich meine, der weiß ganz genau, dass du und der Werner, ich meine, dass ihr euch immer was bedeuten werdet. Das ist sicher schwer zu akzeptieren, aber ich denke, er gibt sich Mühe. Trotzdem würde es ihm das Herz brechen. Weißt du, Julius ist ein so wunderbarer Mann. Ja. Und ich liebe ihn. Und der Werner? Er ist auch ein wunderbarer Mann. der hat dich übrigens vorhin gesucht und er hat gesagt, ich soll dir ausrichten, er möchte dich sprechen. Wofür ist sie jetzt? Du bist auch ein wunderbarer Mann. Findest du nicht gut, ne? Doch, doch. Ach, mir gefällt's ja auch nicht. Ja, es irgendwie zu... Ja, zu... Die ist zu wenig speziell. Ja, du kennst ja Natascha. Das muss auffallen. Vielleicht braucht es mehr... Mehr Schwung. Mehr Schwung? Ja, also irgendwas, was ihr unglaubliches Temperament unterstreicht. Und ihre Schönheit zum Ausdruck bringt. Und ihre Weiblichkeit. Ja, ist mir schon klar. Aber bei dem, was ich von dir verlange, da müsstest du 10 Ketten machen. Ach du, ich bekomme das schon hin, wenn ich 100 Ketten mache. Super. Marlene, du bist ein Schatz. Du hast ihr was erzählt? Die den Umständen entsprechende bestmöglichste Wahrheit. Ich wollte mit dir durchbrennen. Es war umgekehrt. Und ich habe Alfons gerade gesagt, du seist wunderbar. Du bist ein egoistisches Scheusal, ein charakterloser Opportunist. Na komm, lass mir die Kirche mal im Dorf, ja? Welche Argumentation willst du dich diesmal rechtfertigen, hm? Dass ich gezwungen war zu lügen, um den Fürstenhof vor Groß wieder zu retten. Und damit auch für dich. Ach, du hattest mal wieder keine andere Wahl. Nein, hatte ich nicht. Man hat immer eine Wahl. Gut, merke ich mir, dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Na, wenn Julius irgendetwas von dieser Geschichte erfährt. Von mir erfährt er nichts. Du hättest eine Ohrfeige verdient. Eine? 10, 100. Ja, nur zu. Wie konnte ich jemals darüber nachdenken, dein Angebot anzunehmen? Du bist und bleibst mit diesem alten Kasten hier verheiratet. Ja, der auch für dich viel bedeutet. Nein, aber nicht so viel, dass ich meine Mitmenschen ständig in die Pfanne haue und benutze. Ja, es ist wie immer. Erst werde ich bespuckt, aber dann, wenn ich den Fürstenhof zum wievielten Male gerettet habe, dann jubeln mir alle zu.
Toller Werner. Gut gemacht, Herr Direktor. Weiter so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals irgendjemand gerufen hätte. Ach, dann weiß wohl selber. Würde mich nicht wundern. Ich hoffe, dein Engagement hat sich wenigstens gelohnt. Ja, Doris vertraut mir wieder. Wir werden so bald wie möglich heiraten. Na, gratuliere. Welche Freude. Ja, platze vor Glück. Oh. Mei, tut das gut, Alfons. Du, ich fühle mich wie neugeboren. Danke. Du machst es so gut. Das könnte man doch glatt unseren Gästen als Zusatzleistung anbieten. Hm? Ja, aber nur den weiblichen. Ah. Gibt's was Neues? Ja, Charlotte und Julius haben sich wieder versöhnt. Na, hoffentlich hält es diesmal. Ja, ich wünsche es den beiden. Weißt du, ich möchte keine zweite Wahl sein. So wie Julius das bei Charlotte offensichtlich ist. Moment einmal. Erstens stimmt das so nicht. Und zweitens geht uns das nichts an. Die Hauptsache ist, dass die zwei glücklich werden miteinander. Das ist schon Glück. Na, also wir beide könnten Ihnen da schon den ein oder anderen Tipp geben. Also ich glaube, wir sollten uns wirklich aus diesem ganzen Gefühlswirrwarr des Fürstenhofs raushalten. Hm? Wir haben andere Sorgen. Ja, zum Beispiel den kaputten Wasserboiler oben im Badezimmer. Da haben sich schon einige Pensionsgäste beschwert. Tja, das ist zum Beispiel auch so ein Geheimnis unseres Glücks. Dass kleine Probleme sofort erledigt werden. Kleine Probleme werden sofort erledigt. Große dauern etwas länger. Sagt wer? Goethe. Ja, dann. Danke. Ja, da gibt's ganz bestimmt totschicke Teile, aber ich ruf dich zurück. Tschüss. Mama, was machst du denn hier? Bis zum Konzert ist es doch noch. Wir müssen reden. Worüber? Wieso fällst du mir so in den Rücken? Konntest du deinen Mund nicht halten? Du meinst Konstantin und die geheime Zahl. Warum musstest du es ihm sagen? Naja, weil er gefragt hat und weil er 39 nicht geglaubt hat und weil er dein Partner ist. Gerade deshalb sollte er es als allerletzter erfahren. Ach, Mama, ich weiß doch, dass man im Showgeschäft ab und zu aus einem Geburtsjahr dreht, aber über die Beziehung, da sollte man auch ehrlich miteinander sein. Da muss man sogar ehrlich sein. Ach, du hast doch wirklich keinen blassen Schimmer, aber woher auch? Ehrlichkeit zerstört mehr Beziehungen als Geheimnisse, Betrug und Lügen zusammen. Aber Konstantin ist sein Alter völlig egal. Ja, komm, Schluss jetzt. Halt dich in Zukunft bitte aus meiner Beziehung raus. Ja, das hatte ich sowieso vor. Wie beruhigend. Danke, Martin. Das mache ich schon selber. Bringen Sie uns auch bitte eine Flasche 61er Chateau Lavariol und entkorken Sie ruhig schon in der Küche. Sehr gerne. Wie du wieder duftest. Genau wie heute Morgen. Gleiches Parfum. Es riecht aber immer wieder neu. Werner, du verdienst Aufmerksamkeit nach allem, was du durchstehen musstest. Werner, und nachdem nun alle Fragen zwischen uns geklärt sind, sollten wir unsere Zeit und auch unsere Zukunft ein wenig zelebrieren. Gern. Aber zuvor muss ich etwas sagen, was unsere Zukunft betrifft. Warten wir doch erstmal den Wein ab, ja? Werner, ich habe mich nun doch entschieden, den Fürstenhof an Großwiller zu verkaufen. Also... Ich weiß nicht gerade, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Mir ist einfach klar geworden, dass wir im Fürstenhof niemals glücklich sein werden. Deine Vergangenheit, die ist überall präsent. Lass uns im Hotel und Almir den Rücken kehren und ganz woanders anfangen. Wo wir beide glücklich sind. Ohne Ex-Partner, ohne Querelen. Nur wir zwei. Na, was sagst du? Der Wein ist da. Im Moment. Danke. Martin, Entschuldigung, mach ich schon selber, ja?
Mit dem Geld aus dem Verkauf an Großwieler könnten wir uns ein wunderschönes Leben machen. In der Karibik. In Paris. Kapstadt. Alles ist möglich. Argentinien. Ja, ja. Es klingt vernünftig. Wirklich? Ich glaube, der Wein kocht. Ich glaube, ich gehe selber in den Weinkeller und hole eine neue Flasche. Natürlich. Bestell ruhig für mich mit. Fisch, Fleisch, egal. Martin, was machst du hier? Ja, und du? Die Blumen austauschen. Abends. Wir wollten uns doch aus dem Weg gehen und ich dachte, du bist auf Xavers Party. Ja, ich war auf dem Weg dahin, aber dann bin ich umgedreht, weil ich dir aus dem Weg gehen wollte. Das klappt ja prima. Armer Xaver. Jetzt haben wir ihn beide versetzt. Der wird nur dich vermissen. Er macht sich immer noch Hoffnung, oder? Ja. Das habe ich mir schon gedacht, aber was soll ich denn tun? Der hat sowieso mehr Leute eingeladen. Die wird sich schon nicht langweilen. Scheißparty. Ich habe alle extra noch mal angesimst. Ja, und Michael war der Einzige, der zurückgeschrieben hat und der muss zum Notfall. Und der hat auch sicher mehr Spaß als wir hier. Xaver, kann es eigentlich sein, dass du die Party hier nur inszeniert hast, um mit mir allein zu sein? Doch, hast du, oder? Quatsch, wie kommst du denn darauf? Also das wäre echt total blöd, oder? Oh, keine Ahnung. Ruf mich an, wenn du eine richtige Party machst, okay? Ciao. Schön, dass ihr beide wenigstens gekommen seid. Naja, dann kannst du ja jetzt auf die Party gehen, ganz entspannt. Oder du? Mir ist nicht so nach Feiern. Ich mache einen kleinen Spaziergang. Naja, dann werde ich wohl doch noch ein Bierchen mit Xaver trinken. Schönen Abend noch. Dir auch. Auffällt. Ihre wahre, tiefe Liebe zu Frau van Norden scheint Sie ja richtig mitzunehmen. Kann ich helfen? Ja, gerne. Gehen Sie bitte nach nebenan, eines der Klos, und spülen Sie sich runter. Trotz allem hoffe ich, Sie haben schöne letzte Tage hier am Fürstenhof, bevor ich übernehme. Noch ist es nicht so weit. Sie sind bereits ein Fossil. Die Zukunft des Hotels sehen Sie hier. Wissen Sie, Sie können Sprüche klopfen, so viel Sie wollen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Ihr Traum vom Fürstenhof immer nur ein Traum bleiben wird. Hat Frau van Norden noch nicht mit Ihnen gesprochen? Ich habe Barbara von Heidenberg überlebt. Ich tausendmal schlimmer war als Doris. Ich werde auch das durchstehen. Wie liebevoll Sie von Ihrer Lebensgefährtin reden. Was geht Sie das an? Machen Sie Geschäfte mit wem Sie wollen. Aber eins verspreche ich Ihnen. Dieses Hotel
Das bekommen Sie nie. Versprochen. Schauen wir mal. Natasha, happy birthday to you. Falling in love with you. Shall I stay? Would it be die wahre, die Göttin, neben der alle anderen in grauer Schäbigkeit verblassen. Nur sie ist dieser Kette meiner unendlichen Liebe würdig. Konstantin in plötzlicher Liebe zu mir entflammt. Was für ein Blödsinn. Ach, muss ich auch noch solchen Kitsch träumen? Er liebt meine Mutter. Die Schöne, Wilde, Aufregende. Ihr schenkt er eine Kette. Die Kette. Das ist es. So muss sie aussehen. Du musst doch noch gar nicht arbeiten. Du, ich muss nur ganz kurz was regeln, ja? Was gibt's denn Wichtigeres als mich? Verrate ich dir nicht. Hm? Hast du etwa Geheimnisse von mir? Santa Maria, ich muss doch wissen, warum Werner mich heiratet. Und wenn er es tut, obwohl er glauben muss, wir gehen danach fort, dann weiß ich doch wenigstens, er heiratet mich aus Liebe und nicht wegen des Hotels. Madre de Dios, dies ist die entscheidende Prüfung. Bitte verzeih mir, dass ich zu solchen Mitteln greife.
Ich kann sofort alle Materialien bestellen und die Steine nach Vorgabe schleifen lassen. Das heißt, du bist sicher, dass du das Geschenk definitiv bis zu ihrem Geburtstag fertig hast? Ja, wenn man weiß, was man will, dann geht's rucki-zucki. Ja, dann? Ist nicht das, was dir vorschwebt, oder? Der Wahnsinn. Gefällt's dir wirklich? Ich wusste ja selbst nicht, was ich will, aber das hier, das übertrifft alles. Das ist super, das ist wunderbar. Wie hast du das so schnell hinbekommen? Ja, du, die Idee, die ist mir quasi im Traum gekommen. Als unwichtig. Marlene, du hast so viel Talent. Du bist großartig. Vielen Dank. Ich muss los. Oh, dabei war ich mir so sicher, sie würde nicht verkaufen, wenn ich ihr meine uneingeschränkte Liebe vorspiele. Ja, geglaubt hat sie dir ja wohl. Aber da hast du dir ein ganz schönes Eigentor geschossen. Die Vorstellung, alleine mit ihr und der Madonna. Und dann auch irgendwo im Nirgendwo. 24 Stunden am Tag. Oh. Und das 7 Tage die Woche. Sag mal, vielleicht hat die Lunte gerochen und blöscht mal. Tja, wenn man das nur genau weiß. Wie können wir das rauskriegen? Die wird ja wohl kaum ihre Karten vor der Hochzeit auf den Tisch legen. Wenn sie eh verkauft, dann muss sie ja nicht noch heiraten. Na, du verlass sie. Haben wir doch alles im Eimer. Aber wenn sie nicht blöfft, bist du den Fürstenhof so oder so. Oder so kannst du sie auch verlassen. Und wenn sie doch blöfft? Wie gesagt, du weißt das hinterher. Erspart euch beiden diesen Kampf und diesen Schmerz. Egal, was auf dem Spiel steht, trennt euch. Das kann auch nur einer sagen, der sein Leben lang nichts besessen hat. Was hast du das jetzt wieder? Weil du meine Dilemma nicht verstehen kannst. Du hast doch nie Verantwortung getragen. So wie ich fürs Hotel oder für was anderes, du. Ich habe vielleicht eine Brauerei und einen Bauernhof. Ja, 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 geerbt. Also pass mal, du holst mich aus der Küche, um mich um Rat zu fragen. Da müsst ihr eine schlechte Laune ertragen. Komm, ist ja schon gut, setz dich. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst mal eine richtige Abreibung. Dann tu dich mit Charlotte zusammen. Die will mich auch verhauen. Ich lass mich unterkriegen, mir das Hotel wegnehmen. Ich setz alles auf eine Karte und heirate sie. Immer ist auch erst nicht so schlimm, dass man sich deswegen das Leben nehmen müsste. Was? Wie was? Sie dachten, ich... Sie wollten gar nicht... Oh. Absolut nicht. Wie denn auch? Hier ist es doch viel zu flach. Das ist mir jetzt extrem peinlich. Das muss es nicht. Ich will mich nicht umbringen. Alles okay. Bitte nicht retten. Heißt es, ich habe mein Superhelden-Outfit umsonst übergezogen? Leider ja. Tja, das sind wir schon wieder zufällig übereinander gestolpert, was? Ich dachte, in deiner Welt gibt es keine Zufälle, sondern nur Schicksal. Gott führt uns. Wann, warum, wohin und zu welchem Zweck? Das weiß letztendlich nur er. Mhm. Also ich vermute mal, in unserem Fall denkt er das Gleiche wie ich. Was denn? Die beiden sind ineinander verliebt. Führe ich sie eben so lange weiter zusammen, bis sie endlich beide verstehen, dass Liebe keine Sünde ist. Auch ihre nicht.
Entschuldige. Ich habe mich ja fast dran gewöhnt, dass du dich warm machst. Ja, das wird sich ja nun bald ändern. Wie meinst du das? Ich habe über deinen Vorschlag nachgedacht. Und es hat einen sehr guten Grund, warum ich mich verspätet habe. Ich war auf dem Standesamt und habe unsere Hochzeit auf den nächstmöglichen Termin vorverlegen lassen. Wir heiraten übermorgen. Aber wieso? Ist das nicht in deinem Sinne? Doch. Ja, natürlich. Ich kann es kaum erwarten. Ja, mir geht's doch ebenso. Nur, du legst plötzlich ein Tempo vor? Ja, Gott, ich meine, wenn ich ehrlich bin, und ich finde, wir beiden sollten immer ehrlich zueinander sein. Unbedingt. Weißt du, ich fürchte, je länger ich warte, desto schwerer wird mir der Abschied vom Fürstenhof fallen. Das verstehe ich doch. Mi corazón. Also? Was sagst du dazu? Es ist also beschlossene Sache? Wir heiraten, du verkaufst den Fürstenhof und wir fahren ins Paradies? Wo warst du heute Morgen? Hier? In der Laube? Im Park? Mit Konstantin? Ich habe euch gesehen und jetzt lügst du mich auch noch an. Entschuldigung, Mama, wir haben uns nur ganz kurz getroffen. Ganz kurz getroffen? Warum denn? Warum? Jetzt sag schon, komm, warum? Du, wir mussten was besprechen. Mein Gott, wie kannst du nur so gemein zu mir sein? Wie bitte? Glaubst du, ich merke nicht dein hinterhältiges Spiel, das du hinter meinem Rücken hältst? Ha? Erst versuchst du mich beim Singen zu ersetzen. Dann versuchst du mich bei Konstantin, ja, lächerlich zu machen wegen meines Alters. Und dann schickst du immer noch irgendwelche SMS zu einem heimlichen Stell dich ein. Aber das war doch alles ganz anders. Gott, und wie dämlich du gegrinst hast, nachdem er dich auf die Wange geküsst hat. Ich brauch doch nur eins und eins zusammenzählen. Du bist immer noch in ihn verknallt. Gib's doch einfach zu. Und deswegen dachte ich, es wäre vielleicht an der Zeit, dass wir einander die Hände reichen. Dass sie mich als Konkurrentin sehen, wusste ich nicht. Soll ich mich jetzt geschmeichelt fühlen? Ah. Warum hören Sie sich auch Sachen an, die nicht für Ihre Ohren bestimmt waren? Aha, das passt schon. Ja, ich bin eigentlich hier wegen der Stelle als Haustechniker. Ach, dann ist das hier also ein Bewerbungsgespräch. Du hast Günther auf dem Gewissen. Du hattest sein Blut an deinen Händen. Ich habe es dir nur abgewaschen. Du bist kein Priester. Du bist ein mieser kleiner Pharisäer. Martin hat irgendein Geheimnis und ich muss rausfinden, was dahinter steckt. Oh je. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.